Wenn ich da vorne links abbiege, liegt da der Kurfürstendamm? Der liegt doch da, wenn Sie nicht links abbiegen. Sie sind wohl nicht von hier, was? Nein, ich bin aus Hützel. Was? Das liegt bei Hatzel. Was? Landkreis Heutzel. Oh. Mit Lüneburger Heide. Lüneburger, ja. Na, und da kicken sich hier Berlin an, was? Na, hab mir angesehen, wo die Siegessäule steht, wo der Funkturm steht und wo die Gedächtniskirche steht. Ja, und haben Sie auch Berliner Mutterwitz kennengelernt? Wo steht der denn? Der steht nicht, den gibt's. Den gibt's? Wo gibt's den denn? Bei mir. Ach so, das ist aber köstlich. Ja, wollen Sie ihn? Da würde ich drum bitten, ja. Also, ein ganz weltberühmter Berliner Pianist gibt in Berlin ein Klavierkonzert. Kennen Sie den? Den Pianisten, den noch nie gesehen. Ich meine, ob Sie den Witz kennen. Welchen Witz denn? Sie haben doch gar keinen erzählt. So, naja, also, ein ganz berühmter Berliner Pianist gibt in Berlin ein Klavierkonzert und plötzlich bricht hinter der Bühne ein Feuer aus. Schon gut, was? Dass hinter der Bühne ein Feuer ausbricht, das finden Sie gut? Nee, das finde ich nicht gut. Na, warum lassen Sie ihn denn überhaupt ausbrechen? Na, das bricht doch bloß in dem Witz aus. In welchem Witz denn? Na, den ich Ihnen jetzt gerade erzählen will. Da haben Sie denn keinen Witz, der mit den Brandschutzbestimmungen entspricht? Ja, was stört Sie denn daran? Na, ich bin nämlich in Hützel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ach so. Naja. Naja, aber ohne Feuer ist der Witz kein Witz. Ach so. Na, erzählen Sie mal ruhig. Ich bin ja sowieso gerade nicht im Dienst. Ein weltberühmter Berliner Pianist, der gibt also ein Klavierkonzert. Was denn? Noch ein Pianist, da scheint ein Nest zu sein. Das ist doch unwissend mal noch derselbe. Ach, und der spielt da immer. Der spielt, da gibt das Klavierkonzert und da bricht hinter der Bühne das schon besprochene Feuer aus. Ja, und. Der Pianist spielt seelenruhig weiter. Ach, der ist kurzsichtig, was? Das ist doch unwichtig. Der spielt weiter und verhindert dadurch eine Panik. Was denn für eine Panik? Ja, die entstanden wäre, wenn die Zuschauer das Feuer bemerkt hätten. Und das Feuer war hinter der Bühne. Ja, das habe ich doch schon gesagt. Und die Zuschauer saßen also auch hinter der Bühne? Nein, die saßen nicht hinter der Bühne, die saßen im Zuschauerraum. Was soll vom Zuschauerraum aus konnten sie das Feuer hinter der Bühne ja gar nicht erkennen. Und wo kein Feuer, da keine Panik. Na, dann ist es doch auch kein Witz. Ach, das ist die Pointe aus der Kosten. Nein! Nicht doch! Der Witz ist doch noch gar nicht zu Ende. Ach, noch eine Pointe! Ja, erzählen Sie mal weiter, ja. Also, als du das Feuer endlich erlöschtest, ja, ja, da kommt ein Orchestermitglied zu dem Pianisten und sagt, meine Hochachtung, Sie haben ja die Panik mit List und Tücke verhindert. Mit was bitte? Mit List und Tücke. Mit List und Tücke, ja. Und der Pianist sagt ja auch irgendwas? Ja, der sagt, wieso denn List? Das war doch Tschaikowski. Das ist wirklich todtraurig, dass nicht mal ein Orchestermusiker List von Tschaikowski unterscheiden kann. Na, das ist doch aber unwichtig. Das ist überhaupt nicht unwichtig. Das ist ein Witz mit einer Pointe. Ich bezweifle, dass der Pianist das als Witz Das ist ein Witz mit einer Pointe. Darf ich Ihnen mal in aller Ruhe erklären, wo bei diesem Wortspiel der Witz liegt, ja? Ja, das sollten Sie jetzt mal auf der Stelle versuchen, ja. Nämlich in der doppelten Bedeutung des Wortes List, was einmal von Listenreich kommt und zum anderen den Komponisten List bezeichnet. Ja, wen glauben Sie denn, wen Sie vor sich haben? Glauben Sie, wir in Hützel wissen nicht, wer Franz Liszt war? Dieser bedeutende Meister des Spinetts? Und über den machen Sie Witze, Sie Berliner Sülzkopf-Indianer, Sie? Das haben Sie nicht umsonst gesagt. Regen Sie sich nicht auf, mir ist ja nur ein einziger Punkt unklar. So, und? Dass Liszt nicht Liszt war, sondern Tschaikowski, das habe ich ja verstanden. Aber wer war denn Tücke?